So, ich bin jetzt wieder in Luxemburg zurück. Jetzt zeige ich euch mal noch eine interessante Brücke. Die heißt Adolf-Brücke. So, da ist unten drunter auch eine Brücke. Und zwar für Fußgänger und Radfahrer. Die geht also da unten drunter so abgehängt entlang auf die andere Seite. Also oben kann man natürlich auch durch, aber unten ist es spannender. So, ich hoffe, das klappt jetzt so unterm Fahren. Ich fahre mal jetzt. Also erstmal geht es hier runter ein Stückchen und dann unter der Brücke durch. Der Schatten, das bin jetzt ich. Ich bin gespannt, ob ich auf die andere Seite komme, ohne Unfall. Also es gibt Drehspuren. Wo habe ich einen kleinen Gang? Zwei sind Fahrrad und die linke ist Fußgänger. Vorausgesetzt, es halten sich alle dran, dann klappt es. Da unten ist die Petrus. Der kleine Gang gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir schon drüber. Also unten durch meine ich jetzt. So. Und die Richtung, na da nicht. Boah, wieso dreht sich das denn jetzt total? Die Richtung geht es jetzt zum Bahnhof. Also ich war jetzt ziemlich früh dran mit dem Einzug und habe eben eine ganze Weile jetzt gebraucht, bis hatte jetzt eine ganze Weile Zeit, bis der nächste Zug kommt. Der hat auch noch Verspätung. Was machen denn die da? Komisch. So, hier läuft auch die Linie von der Straßenbahn entlang. Und hier ist auch überall breiter Radweg. Und da hinten sieht man schon den Bahnhof. Ganz hinten der Turm mit der Uhr. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Das ist schon der Bahnhof. Also ich war nicht weit weg jetzt. Aber ich dachte, ich bleibe jetzt nicht auf dem Bahnhof hocken, bis der Zug kommt. So. Jetzt halte ich mal an und schalte hier aus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.